So, Freunde, eine neue Videoreihe, also ein neues Video startet mit guter Laune. Und warum sage ich das? Weil ihr es wahrscheinlich nicht wisst, denn boah, sind die letzten Tage negativ eskaliert. Ich habe das Ganze auch gefilmt, aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, ob ich mir die Blöße gebe, nicht nur mich nochmal damit auseinanderzusetzen, das zu schneiden, weil ich mich dann natürlich erstmal wieder in dieses Ich hineinversetzen werde. Ich gehe jetzt eh nicht davon aus, dass meine gute Laune jetzt ab heute plötzlich da ist, aber ihr wisst, woran die gute Laune hängt. Da, die Sonne scheint. Und ja, ich habe einerseits keinen Bock, mich nochmal in diese negative Laune hineinzuversetzen. Andererseits ist es halt wirklich, es war grenzwertig schlimm, sage ich mal. Ich hatte das erste Mal wieder wie so einen, also ich will jetzt nicht von Nervenzusammenbrüchen reden, aber es gibt so eine Hemmschwelle der Emotionalität, die man in der Regel nicht überschreitet, ja. Die Beherrschung verlieren. Bei Kindern ist das ganz normal. Die können das noch nicht kontrollieren. Die verlieren die Beherrschung. Ist gestern tatsächlich einem Kind passiert. Ich habe ein Kind aus einem Zimmer rausgehauen, weil es sich nicht benommen hat. Und als es rausgegangen ist, war es so wütend, dass es gesagt hat, Herr Nerger ist eine Schwuchtel. Und ich hatte zum Glück gestern schon richtig gute Laune. Das heißt, ich habe das relativ gediegen und cool mit dem Kind geklärt. Und ich denke, das ist bei dem Kind trotzdem aber angekommen. Und er hat sich innerlich wahrscheinlich gefreut, oh, ich habe mal nicht Ärger bekommen, obwohl ich was richtig Krasses gemacht habe. Weil einen Erzieher als Schwuchtel zu bezeichnen, ist schon wirklich... Bei anderen Erziehern wäre definitiv als nächstes ein Elterngespräch gefolgt. Aber ich hasse einfach Elterngespräche. Weil ich Sozialphobiker bin. Haha. Egal. Bei Kindern ist das teilweise normal. Als Erwachsener aber hat man sich in der Regel unter Kontrolle. Und wenn dann doch mal dieser Moment kommt, wo man denkt, okay, jetzt schlage ich etwas kaputt. Ich raste gerade innerlich aus und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Dann ist das ein Zustand, der natürlich echt merkwürdig, peinlich, erbärmlich, alles zugleich ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich euch das zeigen möchte. Das ist also das erste Mal, dass ich euch etwas vorenthalte. Denn das ist mir in dem Moment auch aufgefallen, weil ich in dem Moment, während ich gefilmt habe, schon gesagt habe, nee, ich halte euch jetzt hier raus. Dass ich wirklich alle der letzten Monate immer mit euch geteilt habe, ja. Also es gibt nichts in meinem Leben, was irgendwie von Bedeutung war, egal ob emotional oder peinlich oder positiv, was ich irgendwie nicht mit euch geteilt hätte. Und das ist schon ganz schön krass, wie ich im Rückblick sagen muss. Egal, jetzt habe ich wieder gute Laune und deswegen filme ich wieder. Einen Punkt muss ich jetzt aber erwähnen. Ihr habt zum letzten Video nur schriftlich mitgeteilt bekommen, weil das Video leider gelöscht wurde oder nicht gespeichert wurde. Ich habe meine Vorsätze abgeändert. Wie ich das bereits schon tausendmal erklärt habe. Ich habe keinen Vorsatz gebrochen, sondern ich habe, als der erste Impuls kam, ich muss den Vorsatz brechen, ich kann das nicht, willentlich gesagt, nee, du hältst das jetzt noch mindestens einen Monat durch und denkst darüber nach. Und nur wenn du wirklich merkst, es geht nicht, es ist zwecklos, weil ich schaffe es nicht, dann änderst du deinen Vorsatz ab. Die meisten von euch werden sagen, ja, hast du trotzdem einen Vorsatz gebrochen? Und ja, in gewisser Weise stimmt das. Aber psychologisch gesehen geht es darum, dass nicht die Emotion das Verhalten steuert, sondern das Verhalten die Emotion. Und indem ich rational entscheide, ist das Ganze ja so irgendwie gewesen, okay? Klar, ich habe meinen Vorsatz nicht durchhalten können, aber ich habe nicht auf den ersten emotionalen Impuls reagiert und meinen Vorsatz gebrochen, sondern habe mich zusammengerissen, wenn es auch nur ein Monat war, und meinen Vorsatz dann abgeändert. Ich habe ihn auch nicht ausgelöscht, sondern abgeändert. Er ist jetzt natürlich viel einfacher. Ich dachte kurzzeitig, dass er trotzdem schwer bleibt, aber nein, es ist tatsächlich gerade relativ einfach geworden. Trotzdem verbleibe ich jetzt erstmal dabei, weil ich will mich ja auch nicht kasteien. Ich habe das Ganze erklärt in einem 20-Minuten-Video. Und das 20-Minuten-Video wurde gelöscht, beziehungsweise nicht gespeichert. Ich habe eigentlich keinen Bock, weil ich in diesem Video auch andere coole Dinge eigentlich gesagt habe, das Ganze nochmal aufzunehmen. Vor allem, weil ich jetzt schon wieder fast 5 Minuten spreche, obwohl ich eigentlich nur erklären wollte, dass es jetzt wieder weitergeht. Und es kann also sein, dass ich, wenn ich doch irgendwie die Zeit übrig habe und meine gute Laune so bleibt, ich nochmal einfach irgendwann ein 20-Minuten-Video einschiebe, wo ich nochmal über das spreche, was ich da gesprochen habe. Ansonsten habt ihr diesmal einfach Pech. Ihr wisst, ich habe den Vorsatz geändert. Warum das so ist und die tiefere Erklärung dahinter, die spare ich mir selbst in dem Sinne, weil ich gar nicht weiß, wann ich immer schneiden soll. Und ja, jetzt nutze ich meine gute Laune und es geht hier richtig los, denn ja, der Brunnen ist ein Fail, das haben wir inzwischen mitbekommen. Das heißt, ich werde jetzt den alten Blumentopfbrunnen wieder rehabilitieren und ja, hoffe einfach, dass meine Laune gut bleibt. Achso, der Grund, warum ich heute so gute Laune habe, ich bin direkt nach dem Aufstehen ins Badezimmer gegangen. Ich habe bis 23:30 geschlafen und von 23:30 bis jetzt scheint halt die Sonne von da oben perfekt hier rein. Das heißt, ich saß einfach hier über eine Stunde und habe mir den Rücken gebräunt. Und da konnte mein Körper natürlich ordentlich Vitamin D produzieren. Und deswegen habe ich jetzt einfach wirklich mal gute Laune. Ich hoffe, die hält sich, weil die Sonne ja auch erst 18 Uhr untergeht. Und jetzt geht es los. Du wirst weiter bis an die Grenzen gehen und schon... Und passend zur guten Laune gibt es jetzt Digimon, weil Digimon geil. Digimon Frontier, eine der besten Digimon-Staffeln, die es gab, aber jede Digimon-Staffel von 1 bis 4 ist eigentlich die beste Digimon-Staffel, die es hier gab. Ich weiß es nicht, Digimon ist geil.
So, da sind wir also. Und falls ihr euch fragt, hä, warum hast du das nicht gleich so gemacht? Das Ding ist, in meiner Vorstellung ist die Wirkung des Feng Shui stärker, wenn der Kreislauf ein klarer Kreislauf ist. Deswegen habe ich den plätschernden Brunnen auch so gemocht, weil da wirklich das Wasser bis ganz nach oben ist und dann erst wirklich nach unten und dann erst wieder zurück zum Wasser, sodass ich einen richtig großen Kreislauf hatte. Hier ist das Wasser ja quasi hier zu Ende. Ihr seht, bis wohin das Wasser geht und plätschert dann da direkt schon wieder rein. Das heißt, es ist ein sehr kleiner Kreislauf, aber ich hoffe einfach, Feng Shui hat mich trotzdem noch lieb. Ja, ein paar von den schwarzen Steinen habe ich jetzt abgepopelt, auch wenn man hier noch Reste sieht, aber da man es ja je von unten sieht, sieht das Ganze dann eh nur aus wie ein Blumentopf. Das ist einer der weiteren Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. So hat das ja durchaus Charme, ja, so wie er da drüben stand, als er noch da drüben stand, aber da oben wird er gleich untergehen und jetzt gucken wir erstmal, dass hier auch nichts spritzt, denn das ist ja nach wie vor das entscheidende Problem, warum ich den anderen Brunnen entfernt habe. Und jetzt passiert hier erstmal gar nichts, weil mögliche. Oh nee. Oh nee, bin ich dumm. Ich glaube. Oh, ich bin dumm. Ich habe gerade eben das nochmal hoch und runter bewegt und es ist bestimmt die Pumpe abgefallen. Das heißt, die Pumpe pumpt jetzt bestimmt hier ganz unten Wasser. Aber. Boah, bin ich dumm, ey. Und das heißt, ich muss jetzt alle Steine wieder rausholen? Oh. So, ja, es war der Fall. Jetzt habe ich es noch einmal reingestapelt und die bunten Steine nach oben gelegt, denn die sehen schöner aus, auch wenn man sie dann eh nicht sieht. Und jetzt seht ihr, was ich meinte eben. Es ist halt ein Fluss vorhanden, aber es ist ein minimaler Fluss. Denn selbst wenn ich hier den Stein wegnehme und ihr das Röhrchen seht, ja, es ist halt. Naja, ich stelle das Ding jetzt nach oben, weil das wird definitiv nicht spritzen. Wird allerdings auch aufgrund der großen Oberflächenbewegung sehr viel Wasser verdunsten lassen, denke ich mal. Und dann muss ich immer im Blick behalten, wie oft ich das nachfüllen muss. Aber es klingt auch sehr leise. Also es überträgt gerade keine Schwingungen und das finde ich sehr schön. Und dann werde ich einfach gucken, ob ich das Ding jetzt erstmal so stehen lasse, um erstmal wieder hier klarzukommen oder dann doch nochmal Geld ausgebe. Wobei das mache ich jetzt als nächstes, neue Kopfhörer bestellen. So, auf dem Holzbrett haben sich dann natürlich ein paar Schwingungen mehr übertragen, weil das Holzbrett natürlich da so hängt und mehr Ton ergibt als dieser Boden. Aber da es jetzt eh nicht mehr um Ästhetik geht, habe ich es einfach mit Handtuch untergelegt und fertig. Damit bin ich doppelt sicher, falls doch was spritzt, aber eigentlich dürfte da nichts spritzen. Jetzt verlege ich das Kabel wieder lang und dann ist das endlich abgehakt. Yay! So, und heute gibt es Nudeln mit Gulasch, selbst gekocht natürlich, weil es jetzt nicht besonders schwer ist, aber. Wollte ich nur noch mal dazu sagen, nicht, dass jemand denkt, ich esse Dosengulasch oder so. Yummy! Es ist nach wie vor so absurd, dass man an den Selbstbedienungskassen nichts vorzeigen muss. Ich könnte jetzt jemanden einfach 302 Fotos klauen und keiner hätte es gemerkt. So, ich bin ready for take-off, aber natürlich noch nicht ins Fitnessstudio, sondern heute werde ich mal einen Samstagabend bei meiner Freundin verbringen, denn die hat ihr Kind und da sehen wir uns eigentlich nicht in der Regel, aber heute schon, weil wir uns gerade sehr lieb haben. Und deswegen bin ich jetzt in Sportkleidung, weil meine Freundin auch noch am Fitnessstudio vorbei wohnt. Das heißt, ich kann dann heute Nacht direkt von ihr zum Fitnessstudio fahren. Deswegen ist mein Rucksack gepackt und alles ist bereit. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Meine Fahrradlampe schmeiße ich nochmal runter. Und dann wird es hoffentlich ein schöner Abend. Wir gucken weiter Zombies hier, All of Us Are Dead auf Netflix. Und ja. So, das letzte Mal, als ich Fahrradfahren gefilmt habe, fand ich so cool. Aber ich hoffe, es kommt keine scheiß Polizei, ey. Wirklich. Extra bis jetzt gewartet, wo ich hier im Wohngebiet bin. Ja, fand ich so cool, wie man fast nicht hätte erkennen können, dass ich Fahrrad fahre. Weil der Bildstabilisator alles so stabilisiert. Vor allem, wenn ich halt mich filme. Dann, selbst wenn ich jetzt hier über fette Huckel fahre und hin und her wippe, bin ich gespannt, wie sehr man das dann sieht. Schon wieder ein Auto. Bitte keine Polizei, bitte keine Polizei. Ich kann mir nicht nochmal 55 Euro leisten. Wobei das jetzt echt die Krönung wäre. Entweder ich falle und lasse mein Handy fallen, es geht kaputt. Oder es kommt von hinten die Polizei an und fettet mich nochmal ab. Ja. Oh, und es ist unscharf. Warum ist es unscharf? Oh, geht mir dieses Handy auf den Sack. So, ich soll jetzt hier angeblich helfen bei dieser Bastelei, die meine Freundin da getan hat. Ich habe natürlich sofort einen Fehler erkannt, weil hier hing's. Ja, und jetzt macht es immer mehr kaputt, weil es es nicht wieder zusammenkriegt. Und jetzt kommt der Moment, wo es sich gar nicht mehr dreht, siehste, weil der viel zu aggressiv alles. Sofort geht's, weil ich sofort erkannt habe, wo es hängt. Hier, da hängt's. Da hängt's, Freunde. Da hängt's. So, Freunde. Meine Freundin hat mich jetzt schon 23:58 rausgeworfen. Da soll noch mal einer sagen, ich wäre der schlechte Freund von uns beiden.
Und das, obwohl ich ja samstags in der Regel frühestens 12:30 losgehe zum Fitnessstudio, weil natürlich am Wochenende mehr los ist. Und ich es hasse, wenn viel los ist. Deswegen gehe ich ja nachts ins Fitnessstudio. Deswegen fahre ich jetzt nicht mit meinem Fahrrad zurück zum Fitnessstudio, sondern laufe gemütlich, filme euch noch was und höre mir noch ein paar Sprachnachrichten an, weil da ein Bus kommt. Weil ich definitiv nicht irgendwie 0:10 Uhr an einem Samstag schon im Fitnessstudio sein will. Da sind locker noch 20 Leute da. Deswegen, ja, ziehe ich es ein bisschen in die Länge. Dann bin ich wenigstens erst 0:20 Uhr im Fitnessstudio. Und hoffe, dass heute einfach keiner Bock hat, weil alle den schönen Tag genossen haben mit viel Sonne und dann K.O. ins Bett gefallen sind. Hahaha, Gegenteil wird wahrscheinlich der Fall sein. Werden wieder irgendwelche Hippies da sein, die nie da sind, die sich für irgendwelche Proletenmacker Sondergleichen halten. Beziehungsweise ich halte sie dafür. Ach, egal. Bis später. Und jetzt werdet ihr euch wieder denken, nanu, warum ist er denn jetzt zu Hause? Weil ich Menschen hasse. Weil ich Menschen hasse. Und als ich beim Fitnessstudio ankam, liefen gerade wieder zwei Dullis, die ich noch nie gesehen habe. Nachts. Die ich nachts im Fitnessstudio noch nie gesehen habe. Zum Fitnessstudio. Wo ich mir so denke, ja, brauche ich gar nicht erst hingehen, weil ich mich jetzt schon drüber aufrege, dass zwei Dullis, die ich nachts noch nie gesehen habe, wieder ihren Tag des Tages haben. Oh, heute sind wir ganz cool. Heute gehen wir mal nachts ins Fitnessstudio. Haltet eure Scheiße. Fresse, ey. Leute, die nicht regelmäßig nachts ins Fitnessstudio gehen, warum geht ihr überhaupt nachts ins Fitnessstudio? Boah, wie mich das aufregt. Und ja, das birgt die Gefahr, dass wenn ich gleich gegessen habe, ich müde werde und dann gar nicht ins Fitnessstudio gehe. Aber ja, dann muss ich mich diesmal wirklich bei meiner Freundin bedanken, die mich hier einfach so zeitig aus dem Haus haut. Ey, großartig, ey. Großartig. Ich esse jetzt noch einen Teller Nudeln, dann gucke ich eine Folge My Hero Academia. Dann trinke ich meinen Booster und gehe ins Fitnessstudio. Ist zumindest der Plan. Wie jämmerlich. Wie jämmerlich. Wie jämmerlich, wie jämmerlich, wie jämmerlich, wie jämmerlich. Es ist wirklich jämmerlich. Also dich erst zu ermahnen, selbst dann aber nicht danach zu handeln. Ach, Freunde. My Hero Academia Folge 2 auch einfach. Was willst du sagen? Wer da keine Tränen verweint, der hat kein Leben. Ich gehe mal ins Fitnessstudio. Und wer zum Super. So, es ist 5:20 Uhr. Ich habe 2 Stunden und 30 Minuten durchgezogen. Trotz, dass ich mich konditionell, kreislaufmäßig schwach gefühlt habe. Muskulär war ich aber stärker, obwohl ich letzte Woche nur einmal trainiert habe und auch diese Woche das erste Training war, obwohl heute Samstag ist, beziehungsweise inzwischen Sonntag. Fakt ist, ich bin jetzt sehr heftig überanstrengend. Wie ich das schon mal erwähnte, auch Erwachsene, wenn sie übermüdet, überanstrengt sind, werden weinerlich. Und das bin ich gerade, also komplette Überanstrengung. Ich baller mir jetzt eine Roulade rein mit Nudeln. Nachher gibt's Magerquark und... Okay, und jetzt gerade bin ich verblüfft. Es ist 6:07 Uhr. Also mir war natürlich bewusst, dass es inzwischen schon wesentlich zeitiger hell wird. Aber dass es 6:07 Uhr bereits richtig hell ist. Hab ich was verpasst? Ich hatte doch letzte Woche Frühdienst. Es war doch letzte Woche nicht irgendwie schon 6:15 Uhr hell draußen. Das ist echt krass. Also das hat mich gerade überrascht. Aber der Frühling kommt. Ist das nicht großartig? So, Freunde, nachdem ich jetzt eine Dreiviertelstunde wieder mit dem Rücken in der Sonne saß, Japanisch gelernt habe und gelesen habe, werde ich jetzt noch die Vorderseite ein bisschen bräunen und mir meine Beinchen rasieren, hier direkt auf dem Balkon, weil, ja, man muss ein bisschen effizient arbeiten und, ja, dann vielleicht noch ein bisschen TikTok suchten und dann muss ich sehen, dass ich irgendwie wieder ins Bett komme und noch schlafen kann, denn ich habe bisher erst 3 Stunden geschlafen, nachdem ich bis 6:30 Uhr wach war und das sind keine guten Voraussetzungen, um durchzumachen zum Frühdienst. Leute, es ist so krass, wie dermaßen heftig heiß die Sonne schon ist. Ich hatte erst Bammel, dass es möglicherweise kalt wird, wenn man bei 13 Grad nackt auf dem Balkon liegt. Aber ne, es ist einfach heiß. Mein Gesicht glüht, alles glüht. Und ich werde jetzt einfach so lange hier liegen wie möglich. Großartig. Weiteres Update zum Google Pixel 6 Pro oder allgemein. Mein Sprachassistent, also mein Google Assistant, reagiert gerade gar nicht mehr auf den Ruf. Okay, Google. So, wow, und jetzt hat er mit 3 Sekunden Verzögerung reagiert und mein Video gestoppt. Keine Ahnung, was das Scheißproblem ist mit diesem Kack-Handy, aber ich kann es niemandem empfehlen. Das einzig Geile ist halt wirklich die Kamera. Der Rest ist Müll. Dieses Telefon ist Müll.
So, guten Morgen, Freunde der Vlogs. Es ist Montagmorgen und ich habe 10 Stunden geschlafen. Ich hatte ja gestern nur 3 Stunden geschlafen und habe mich dann natürlich zu einem Nachmittagsschläfchen wieder ins Bett gelegt. Denn durchmachen mit 3 Stunden Schlaf, also ich bin kein Übermensch. Als ich da so im Bett ankam, dachte ich mir, Moment mal, warum soll ich mir denn jetzt einen Wecker auf 22 Uhr stellen? Es ist jetzt 18 Uhr. Warum soll ich mir einen Wecker auf 22 Uhr stellen? Vielleicht schlafe ich ja einfach durch. Und deswegen habe ich mir einen Wecker auf 4 Uhr gestellt und genau das ist passiert. Ich habe von 18 bis 4 schön 10 Stunden durchgeschlafen und bin dementsprechend richtig gut gelaunt heute. Ja, damit ist jetzt wieder ein Training weggefallen und ich könnte das eigentlich heute nachholen, aber es gibt Gründe, warum ich das heute nicht nachholen möchte, weil ich möchte nämlich am Mittwoch unter normalen Voraussetzungen testen, ob es mehr Sinn ergibt, meinen Mittagsschlaf aktiv zu verkürzen oder aktiv zu verlängern. Das heißt, mir keinen Wecker auf 22 Uhr zu stellen und dann nächste Woche möchte ich testen, wie es ist, wenn ich mir einen Wecker auf eine Stunde später stelle. Denn momentan bringt mir mein Mittagsschlaf ja, wie man gesehen hat, recht wenig. Deswegen möchte ich etwas ändern. Und damit ich das unter normalen Voraussetzungen testen kann, und normale Voraussetzungen sind nun mal, dass ich montags nicht ins Fitnessstudio gehe und Dienstag nur Arnes Training ist, werde ich heute Nachmittag bis Abend die Zeit nutzen und Videos schneiden, denn ich bin meilenweit hinterher. Also, einen schönen Tag euch. So, ich bin der Typ, der so in seine Japanisch-Lektion vertieft ist, dass er vergisst auszusteigen. Wirklich nur durch Zufall, also wahrscheinlich unterbewusst, hat mein Unterbewusstsein den Namen der Haltestelle gehört, sodass ich dann unterbewusst hoch zum Schild geguckt habe und dann so, meine Haltestelle! Und es ist nicht so schlimm, denn es ist mir schon mal passiert. Und auch wenn ich an der nächsten Haltestelle aussteige, ist mein Weg fast genauso weit, weil ich jetzt noch in dieselbe Richtung laufe, wie die Bahn auch fährt. Was auch sehr witzig ist, dass der Frühdienst noch nicht mal begonnen hat und es dämmert da hinten. Und wenn in 2 Wochen die Uhren umgestellt werden, oh, geht's Leben endlich wieder los. Das Leben geht los. So, Freunde, heute gibt es tatsächlich 2 Dinge zu erzählen. Ich fange chronologisch hinten an. Gerade eben im Rewe habe ich das erste Mal die Security arbeiten sehen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist oder was Vorgeschichte ist. Die mutmaße ich jetzt einfach mal. Ein junger, ausländischer Mann kam, wie ich denke, zum wiederholten Male ohne FFP2-Maske rein. Sie haben ihm wahrscheinlich schon mehrfach gesagt, brauchst eine FFP2-Maske und er wird wahrscheinlich schon ein paar Mal diskutiert haben. Denn diesmal ging alles sehr schnell. Ich habe keine Auseinandersetzung gehört. Ich habe plötzlich nur raus mit dir, jetzt raus, gehört. Und dann packten beide Securities den jungen Mann einfach links und rechts an und haben ihn die 10 Meter zum Ausgang rausgetragen. Er hat da noch ein paar Mal so versucht, irgendwie reinzukommen, aber es nicht wirklich ernsthaft versucht. Und ja, die Security, deren Hauptaufgabe halt wirklich ist, 5 Stunden oder 6 Stunden am Stück in diesem Kack-Rewe zu stehen und sich zu langweilen und teilweise aus reiner Kulanz, denn das ist natürlich nicht ihre Aufgabe, die Einkaufskörbe wieder zurückzuholen, die Kunden vorne an der Kasse abstellen, anstatt vorne am Eingang, die durften heute endlich mal das tun, wozu sie eigentlich angestellt sind. Und die zweite Sache ist, in meiner Klasse gibt es seit Januar ein neues Kind aus einer irakischen Familie, glaube ich. Die sprechen ursprünglich Urdu, können aber, weil in den nahöstlichen Ländern tatsächlich, glaube ich, sehr viel Englisch gesprochen wird, also zumindest aus Indien kennt man es ja, fast jeder Inder kann fließend Englisch. Und auch von den Philippinen weiß ich, dass da eigentlich jeder fließend Englisch spricht. Und ja, die Familie spricht auch fließend Englisch. Nicht nur die Eltern, sondern auch das Kind. Wie fließend, weiß ich jetzt natürlich nicht. Und eine meiner Kolleginnen war am Telefon und ich merkte an ihrer Art der Reaktion, okay, das Gegenüber am Telefon versteht sie quasi nicht. Um sich also zu helfen, kam sie zu mir, stellte das Telefon auf laut und da fragte die Frau am Telefon gerade, ob auch auf Englisch möglich wäre und begann Englisch zu sprechen, weil auch die Kollegin Englisch mehr oder weniger versteht. Die Kollegin versteht Englisch aber wirklich nur mehr oder weniger und am Telefon, das gebe ich zu, kann Englischverständnis sehr schwierig sein, weil die Klangqualität eines Telefons ja auch nicht besonders ist und daraufhin habe dann ich gesagt, ja, gib her und hab das Telefon quasi übernommen. Und das Ding, was ich jetzt ansprechen möchte, werde ich jetzt einfach mal auf Englisch ansprechen. Nein, ich sag nichts weiter vorher dazu. Ey, krass, das ist echt unangenehm. It was pretty easy for me to switch the language and just go on speaking English with the woman on the telephone. And the thing I want to talk about right now is, when I hear myself speaking English, I can't stop laughing, okay. If I hear myself speaking English like I speak right now, it sounds pretty okay, I would say. I know that it's not nearly like a native English speaking or something, but I think it sounds kind of okay. And especially when it's about the accent, I for myself can't really hear my German accent. I know that I have it, but I can't really hear it as much as, and that is the problem when I hear myself speaking English on a recording. And it is so fucking cringy when I hear myself speaking English on a recording because, okay, now I heard it, because I know
know that I sound as if I am pretending to sound like something special or so. But this is actually the way I speak when I'm talking English to a stranger or to whoever. To the woman on the telephone, I was like, I was just talking as I speak right now. And yeah, I think it sounds like a German person that tries to sound not German, but I'm not doing that on purpose. You know, I can do it on purpose. I can try to sound like a British person, but I, at least as my head tells me what a British person sounds like. Yeah, you know, and this is what I'm doing on purpose. I could talk to you right this right now, but this would be totally fake. But if I just randomly speak English, this is how I sound, and still on every recording I ever heard of me speaking English, I think, this sounds as if you're pretending something, and that's kind of sad. So this is it right now. I know that already. This will be so cringy to cut and to watch and to listen to, but yeah. So, und jetzt wisst ihr Bescheid. Genauso habe ich mit der Frau am Telefon telefoniert. Das Problem ist, ich konnte ihr Problem nicht wirklich ausmachen, denn sie hat von Dokumenten gesprochen. Und ich habe ihr dann einfach am Telefon gesagt, ich weiß nicht, von welchen Dokumenten sie sprechen, also kann ich ihnen jetzt gerade am Telefon auch nicht helfen. Am besten, sie kommen einfach mal zu uns. Außerdem war unklar, ob sie wirklich den Hort anrufen wollte oder die Schule, weil sie hat von der Schule gesprochen. Und da habe ich ihr natürlich gesagt, okay, wenn sie aber ein Problem mit der Schule haben und es um Schuldokumente geht, dann kann ich als Horterzieher ihnen nicht helfen. Als wir dann das Gespräch beendet haben, weil wir gesagt haben, okay, wir kommen hier am Telefon auf keinen grünen Nenner, ist mir eingefallen, Moment mal, ich habe doch dieses neue Kind und ich weiß doch, dass die Mutter besser Englisch als Deutsch spricht. Am Telefon bin ich dann nicht drauf gekommen. Ja, da war ich halt dann so doch mit Englisch sprechen beschäftigt, dass meine Gehirnleistung nicht ausgereicht hat, so weit nebenbei zu denken, warte mal, das ist doch aus meiner Klasse der Junge, vielleicht ist das die Mutter, vielleicht frage ich einfach mal, ob das die Mutter ist, weil ich habe das Telefonat ja nur übernommen und wusste dementsprechend gar nicht, von wem die Mutter oder welche Person ist denn hier überhaupt dran. Ich habe dann also direkt an unsere Sozialarbeiterin übergeben, denn die ist natürlich dafür zuständig, dass den ausländischen Familien geholfen wird bei der Anmeldung im Hort, und die hat dann gesagt, die Mutter kommt quasi morgen wirklich vorbei und bringt die ganze Zettelage nochmal mit, denn auch beim Ausfüllen, die hatte schon mal einen Antrag des anderen Antrags, sind wahrscheinlich ein paar Fehler unterlaufen. Die Sozialarbeiterin hatte dann aber direkt Bammel, so, oh, Englisch, ja, ich habe gehört, wie schnell du jetzt umgeswitcht hast. Also früher war ich echt gut in Englisch, aber jetzt ist es doch ein bisschen holprig. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du willst, kann ich auch gern morgen. Ich bin sowieso auf Arbeit um 11 zu dem Zeitpunkt, wo die Mutter kommen möchte. Das heißt, ich kann auch gern quasi mit dabei sein und falls dir es schwerfällt, übersetzen. Wobei das ist dann, glaube ich, noch behinderter, wenn zwei Menschen, die beide Englisch können, miteinander versuchen, auf eine Person einzureden. Deswegen denke ich, sollte sie das lieber alleine machen. Aber ich habe mich angeboten. So, das waren die beiden Stories, die ich erzählen wollte. Jetzt mache ich mich ran ans Schneiden und bin schon wieder. Ah, das wollte ich noch sagen. Ja, warum bin ich heute, also abgesehen davon, dass ich immer so aussehe, vor allem nach dem Frühdienst, heute ist es ganz besonders schlimm, denn es ist gerade sehr schwül, denn es regnet, beziehungsweise es nieselt gerade das erste Mal seit Ewigkeiten. Und da es die letzten Tage sehr sonnig war, die Oberfläche also getrocknet war, hat man sofort, obwohl noch Mitte März ist, den Sommerregengeruch. Und ich finde es einfach wirklich, es ist so krass, wie stark man auf Gerüche konditioniert ist. Das ist so krass. Und ich, der seine halbe Jugend im Wald verbracht hat, der, wenn es genieselt hat oder geregnet hat, absichtlich rausgegangen ist, weil er Regen im Sommer einfach liebt und dann Stunden durch den Wald spaziert ist, für den ist so ein Geruch von Sommerregen, oh wirklich, also ich würde mich jetzt am liebsten weinend aufs Sofa legen und Twilight gucken, weil wirklich das bisschen, das kleine bisschen Geruch hat mich, boah, krass einfach, krass. Jo, bis später.